Der nächste Mann heißt Bernard Gachot, lebt in Belgien und fährt zusammen mit dem Schweden Stefan Johansson einen Onyx Ford. Ein neues Team in seiner ersten Formel-1-Saison. Stefan Johansson im Onyx schafft zwar eine Zeit von 1,27,82, das heißt sechster Platz, aber nur vier können weiter. Dieser Herr hier ist der millionenschwere Sponsor des Onyx-Teams. Sein Firmenname Monitronic. Aber auch sein Fahrer Gachot schafft es ebenso wenig wie Johansson. Gachot fährt 1,28,8. Zu wenig, nur Platz 9. Ich denke mir, dass Ihnen der Name Bertrand Gachot nicht allzu viel sagt, wenn Sie nicht Insider im Formel 1 oder im Motorsport sind. So möchte ich Ihnen diesen jungen Mann hier vorstellen. Sie sind wo geboren? Ja, ich bin in Luxemburg geboren und habe eine deutsche Mutter. Mein Vater ist Franzose und ich lebe in Belgien und London. Aber ich sagte eben den Zuschauern, dass man Sie eigentlich, wenn man nicht Insider im Motorsport ist, nicht unbedingt kennen muss. So lange sind Sie, glaube ich, noch nicht dabei. Nein, ich bin für mich das erste Jahr in Formel 1 und bevor das habe ich in 1984 angefangen mit Formel Ford. Und es ist schnell gegangen und jetzt bin ich am Probieren zu präqualifizieren. Ein letzter Versuch von Gachot, aber wie gesagt zwecklos. Die Zeit reicht nicht.